Okay, und wir sind hoffentlich wieder da. Hoffentlich hat das jetzt angemacht. Ja. What the fuck? Und Stärke, das hilft uns ungemein. Meine Stärke hat sich erhöht. Yay. Weg von mir, Ghost. Und ein rotes Juwel, ich hab's doch geahnt. Ja, dann nehmen wir das doch mal und das kommt direkt zum Juwelier. Wie sonst auch der ganze Rest. Und ganz ehrlich, das ist mir jetzt zu krank hier. Nein, ich lasse mich nicht treffen von dir. Und wir gehen hier entlang. Ich habe mich doch treffen lassen. Wir müssen ganz schnell wieder nach Gaia Leben pumpen. Aber sowas von ganz schnell. Und deswegen werden wir auch uns über das andere Portal jetzt zur Eingangshalle teleportieren lassen, weil. No, Nose, nicht wirklich. Muss nicht haben, da nochmal durchzurennen. Das muss ich nicht wirklich haben, das ist mir zu krank. Also nochmal zu Gaia. So, Gaia. Zack. Wir holen uns erstmal Leben. Ja, schließ deine Augen, ich bin verwundet, ich weiß. Tada, vorgespult. So, wir spulen ein bisschen vor hier jetzt, weil. Gaia, schnell verwandeln in. Und du bist verwandelt. Ja, wir sind verwandelt. Tut mir leid fürs Vorspulen, aber so langsam nervt's echt. Tut mir echt leid, Leute. Seid mir deswegen nicht sauer oder so. Ah, Gott. Und nein, das spulen wir nicht vor. Nein. Ich weiß sowieso nicht. Ich will auf jeden Fall die Pyramide jetzt in dem Teil hier durchkriegen. Komme, was wolle. Wir bleiben auf Shadow und gehen in die nächste Tür. Da fehlen noch uns noch zwei Hieroglyphen. Also hier noch. Und der zweite. Und wir holen uns natürlich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen Stärke oder Abwehr. Eins von beiden wird hier sein. Das andere woanders. Ja. Zack, zack. Ey, nicht treffen lassen, Shadow. Nicht treffen lassen. Das ist nicht gut. Eigentlich, ich lasse die liegen. Da kann man mir sagen, was man will. Ich lasse die jetzt liegen. Ich habe 999 Stück. Ah, da unten geht's entlang. Ich hab's gesehen. Hier. Gut, dass ich Shadow genommen habe. Weil der hilft uns hier echt ungemein in dieser Pyramide. Zack. So, und jetzt gehen wir einmal zurück, weil da waren Gegner, die wollen wir uns doch holen. Yay, vier Kugeln waren das jetzt. Ja, yeah. Vier Kugeln. Ah, und wir lassen uns sogar noch treffen. Nee, es sind sechs gewesen. Okay. Aber noch vier Gegner und eine Truhe. Oh Gott, ey. Angkor Wat, was hast du nur mit deiner Pyramide gemacht? Hier entlang. Hier gibt es so viele Wege manchmal. Oh Gott, da ist noch ein Weg. Wie viele Wege gibt es? Ernsthaft, Leute. Das ist hier echt makaber mit den Wegen. Okay, hier sind wir falsch. Das heißt, der Weg wäre falsch gewesen. Dann nehmen wir doch mal den. Nein, da ist ein Gegner. Zurück, zurück. No. Och, Mann. Warum sehe ich sowas immer erst zu spät? Hier ist eine Truhe. Also war das der falsche Weg. Egal. Hauptsache schon mal, dass die Truhe gefunden. Yay. Nein, da war ein Gegner und ich renne da voll dran vorbei. Und runter mit dir. Und ich bin nicht ausgerüstet. Ah, komm her. Zack. Und los. Los, Shadow, go. Go, Shadow, go. Go. Oh, Shadow, warum hast du mich so? Ah, er lässt mir den ganzen Weg nochmal gehen. Das ist doch echt nicht fair. Das ist doch echt nicht fair. Und ich laber mir hier einen weg, ey. Ah, Schweigeminute. Thank you.
So, ja, ich weiß, es war keine ganze Schweigeminute, aber es ist mir egal. Ja, hier scheint es auch nicht weiter zu gehen. Die Frage ist jetzt, hier runter? Nö, Gegner, Gegner, ausweichen! Ausweichmanöver! Ich komme nicht dran. Nö! Ich komme nicht dran, das ist doch nicht fair. So, ja, ich save jetzt einmal hier und dann gehe ich doch mal den Weg. Vielleicht war es ja doch der richtige Weg, nur ich bin einfach zu blöd mal wieder, um die Steine zu finden, die mich weiter nach unten führen. Und? Nö, doch nicht. Naja, aber davon wäre ich gespeichert. Bin ja nicht doof. Bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Schlechter Scherz, ich weiß. Nee, ich schätze mal, dass hier hinten, hier ist der Weg. So. Wusste ich's doch. Weil sonst wäre das jetzt irgendwie unlogisch, weil dann müsste im nächsten Raum ja irgendwie zwei Hieroglyphen sein oder haufenweise schwarzer Schatten und Weg und wir kommen da an, wo wir gerade nicht weitergekommen sind. Na komm her. Nein, hör auf mich zu treffen. Bam. Hör auf mich zu. Oh, Leben! Wir kriegen das erste Mal Leben, Leute. Keine Stärke, keine Abwehr, wir kriegen Leben. Das freut mich. Wir saven. Hier lang. Mumien! Pestilenz! Los, stirb! So. Bam. Ach komm, du hättest doch mal mitsterben können, Geist. Wieder so viele Wege, so viele. Oh Gott, nein. Ich will da gar nicht drüber reden. So viele Wege gibt es hier schon wieder. Und so viele Gegner auf einen Haufen. Versuch es doch gar nicht erst. So, hier entlang und hier runter. Ja, scheint. Gegner, Gegner, hinter mir. Wo bist du? Da! Komm her! Stirb, Gegner, stirb! Death! Tourenmäßig ist hier nichts mehr, okay. Zwei auf mich zukommende. Ach, wie nannte man die damals? Hier sind noch fünf Gegner, aber wir haben die Hieroglyph schon gefunden, okay. Das heißt, wir haben irgendwo was vergessen. Da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Du hast eine Glyphe gefunden. Wieder mal. Yay. Glyphentafel. Und es geht weiter. Und die Musik geht von vorne los. So langsam geht es mir aber auch noch ein klein bisschen auf den Keks schon. Da ist ja doch derselbe Titel schon wieder die ganze Zeit, aber es ist im Gegensatz zu den Städten, die alle denselben Titel haben, echt mal was anderes und abwechslungsreich, das muss ich echt mal zugeben, also wow. Ja, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich tue es gerne, weil ihr es seid. Nur um euch zu ärgern, wiederhole ich mich. Da bist du. In mir. Ich bin in dir gespawnt. Nein. Zack, und das war der letzte. Und Angriff! Yay! Deine Stärke SD hat sich erhöht. Das freut mich immer wieder. Wo geht's denn hier noch entlang? Gehen wir hier zurück? Ja, wahrscheinlich. Dann gehen wir hier runter. Weil Truhen gibt's hier jetzt keine wirklich für mich. Ich wollte gerade sagen, jetzt rasen wir auch noch durch die Treppen durch. Okay. So, dann hier mal entlang. Ja, gleich kommt schon wieder der nächste Schnitt in ein paar Sekunden. So, die Glyphe haben wir, also eintreten. Und wir gehen in die letzte Kammer. Wir gehen in die letzte Kammer, Leute. So langsam kommen wir dem Ende hier zu. Ich weiß nicht, ob gleich noch ein Bossgegner kommt. Oder ob nicht. Wir werden es sehen. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann haben wir sechs Glyphen eingesetzt für Hintern. Ganz ehrlich. So, ja, wir machen hier eben den nächsten Cut. Bis gleich, Leute.